Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Slay the Spire. Ich wollte sagen, hä? Oben rechts ist eingeblendet, man sieht es kaum, aber das Spiel wurde mir kostenvoll wieder zur Verfügung gestellt. Wir sind in Level 2 mit der Stillen und schauen uns mal an, in welche Richtung wir gehen werden. Okay, hier müssen wir Elite, hier können wir Elite umgehen. Das heißt, ich gehe diesen Weg und gehe dann diesen Weg, glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Okay, die sind nicht so wirklich das Problem. Wir haben jetzt hier, wir kriegen also ein Energie mehr, haben dafür leider keine Tränke mehr, aber das ist nicht schlimm. So, guck mal, jetzt hier zum Beispiel mal 16 Schaden. Zack. Dann haben wir noch die Beinarbeit mit. Dann haben wir noch den, damit wir noch einmal angreifen können. Komm, das kriegen wir auch noch. So. Ja, wir leiden. Ja. Wollen wir mal sehen, wer hier leiden wird. Okay, 18 Schaden. Nein, ich meine natürlich 13 Schaden. So, das benommen. Okay, das hätte ich mir jetzt sparen können, hätte ich eine benommen Karte weniger. Das stimmt. Das stimmt, da hast du recht, lieber Kommentarschreiber. Ich würde sagen, wir nehmen 10 Block, werfen die ab. Und spielen die anderen drei Karten. Dann blocken wir nämlich ihren Schaden und haben da ein bisschen Schaden gemacht und haben uns auch nicht gerade eingedeckt mit ätherischen Benommen-Karten. Das ist auch ganz schön. Jetzt können wir leider nicht blocken. Das ist sehr schade. Dann müssen wir da durch. Dann müssen wir die 15 Schaden jetzt nehmen. Was? Geil. Okay, jetzt rächt es sich, dass ich vorhin ungezwungen die benommenen Karten mitgenommen habe. Das hätte ja wirklich nicht sein müssen, Rainbird. Das hätte ja wirklich nicht sein müssen. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts von, also kriegen wir nur benommenen Karten. Und dann wieder eine Nicht-Angriffskarte. Ja, dann sparen wir uns das jetzt, weil sie eh nicht angreifen will. Und dann nehmen wir nicht noch mehr benommenen Karten in unser Deck. Macht sie 24 Schaden. Wir machen 4, 4, 8. Das reicht nicht. Es reicht nicht. So, dann nehmen wir 3 Schaden in Kauf. Dann sollte sie nächste Runde aber vielleicht dann auch mal sterben, wenn wir... Oh Gott, 36 Schaden. Okay, super. Wir haben das Glasmesser. Damit ist vorbei. Trotzdem wir geschwächt waren hier die ganze Zeit. Hier, genau, darauf habe ich gewartet. Genauigkeit. Klingen verursachen 5 zusätzlichen Schaden. Das heißt, sie machen nicht 4, sondern 9 Schaden. Was sehr, sehr nice ist. Jetzt brauchen wir halt nur noch mehr Karten, die uns Klingen geben. So, das spielen wir auf jeden Fall schon mal. Da heilen wir auch wieder 2. Die machen jetzt 20 Schaden. Jetzt machen sie nur noch 5. Ich kann halt leider hier oben nichts trinken, weil das hier. So, und hier ist halt auch wichtig, das habe ich auch schon gelernt, sich auf einen zu konzentrieren. Weil sonst wird das böse. Weil sonst kommt der andere halt weg. So, dann blocken wir den Schaden komplett. Ich habe kein so gutes Gefühl mehr wie noch in der letzten Folge. Jetzt wollen die sich beide buffen. Beziehungsweise schützen. So, dann ist der schon mal down. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob der jetzt gleich auch schon abhaut. Nee, der holt sich einfach nur ein Schild, oder? Der will jetzt noch nicht abhauen. Doch, der will schon abhauen. Ja, den kriegen wir dann auch nicht kaputt, würde ich sagen. Das bringt uns alles gar nichts. Haben wir eine Macht, die uns vielleicht kurz ein bisschen heilt? Nee. Ja, wir können jetzt da draufhauen, aber das bringt halt nichts. Weil der haut jetzt ab. Haben wir ein bisschen Gold verloren, müssen wir jetzt leider mit leben. Tschüss, mach's gut. Naja, gut, okay. Es ist, wie es ist, ne? Ein bisschen Gold haben wir zurückgestohlen. Oh ja, Ausweichrolle bitte. Block und Block im nächsten Zug. So, was haben wir denn hier? Ein Gremlin als Neugenäher. Ein Gremlin, ja, okay. 12 Karten. Achso, Memory. Ja, das kennen wir ja schon. Was haben wir denn da? Allheilmittel, sehr schön. Klegenvergiften brauchen wir nicht unbedingt. Reue will ich gar nicht.
Hinterlistiger Schlag, neutralisieren. Nehmen wir wenigstens neutralisieren mit. Allheilmittel nehmen wir auch noch mit, sehr gut. Du beendest das Spiel des Gremlins und siehst auf, er ist verschwunden. Was? Okay, jetzt kriegen wir also ein Artefakt. Ich weiß nicht, ob wir das bei dem unbedingt brauchen. So, nehmen wir auf jeden Fall die Genauigkeit. Jetzt macht er noch 15 Schaden. Wir haben jetzt 6 Block. 10 Block, mehr kriegen wir leider auch nicht. Gut, dann müssen wir wieder 5 Schaden fressen und mein Gefühl wird nicht besser. Mein Gefühl wird nicht besser. Er will nicht angreifen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall das. A für die Heilung und B fürs für Blockerei im nächsten Zug. Beziehungsweise in den nächsten Runden, in den nächsten Zügen. Da hätte ich jetzt ein Artefakt gebrauchen können. Aber ich habe es leider nicht. 7x3. Kann eh alles spielen. Trotzdem kriege ich leider nicht 7x3 geblockt. Sondern nur 2, irgendwas mal 3. Schon wieder 7x3. Da das nichts kostet, machen wir das mal. Jetzt haben wir ein Artefakt. Ich wäre also ein Debuff, wäre ich ab. Entschuldigung, ich möchte nicht. Fünf mal drei minus 4 sind 11. Eieieiei. Mein Deck scheint noch nicht wirklich gut ausgewogen. Ich muss schon wieder niesen. Entschuldigung. So, er will jetzt eh nicht angreifen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall mal den. Den, dann kommen wir nochmal den auch noch. Dann ist er auf jeden Fall schon mal geschwächt. Gerade mal gucken. Okay, wir haben dann ein Fragezeichen und dann ein Lagerfeuer. Ich kriege wieder ein bisschen Hoffnung. Wir haben jetzt verletzlich, haben wir jetzt abgewehrt. Leider geschwächt nicht. Das ist sehr schade. Geschwächt wäre mir fast lieber gewesen. So, wir können eh alles spielen und blocken diesmal auch seinen Schaden komplett. Yay. Weil er natürlich geschwächt ist. Oh, ich hoffe, ich werde nicht krank, ey. Meine Lage läuft, ich muss nur niechen. Okay, warte, der kriegt ja seinen Formbar, ne? Kriegt 3 Block. 4, 4, 3. Dann machen wir den. Und jetzt mache ich gar keinen Schaden mehr. Dann brauche ich eigentlich auch nicht ausspielen, weil er das eh blockt und dann neues Formbar kriegt. Aber meine Nase läuft so sehr. Okay, 15. Wir können eh alles spielen. Nächste Runde sollte aber down sein. Jetzt wäre natürlich ideal, wenn unter dem Fragezeichen irgendwas wäre, was uns einmal komplett heilt. Das wäre wunderschön. So, dann haben wir gesagt, down. Puh. Sehr gut. So, ich hätte gern mehr Klingen in meinem Deck. Geht das irgendwie? Nein. Boah, stirb, stirb, stirb. Ist halt ganz cool. Und wir nehmen jetzt einfach mal 2 Max-TP. So. Was haben wir denn hier? Ein Altar. Ah, genau. Wunderbar, das passt ja. Der vergessene Altar. Vor dir befindet sich ein Altar, der einem vergessenen Gott gewidmet ist. Auf dem Altar sitzt eine verzierte weibliche Statue, die ihre Arme ausstreckt. Sie ruft nach dir, verlangt ein Opfer. So, jetzt kriegen wir ein besonderes Relikt und verlieren halt den goldenen Götzen dafür. Und das tun wir und kriegen den blutigen Götzen. Du heilst immer, wenn du Gold erhältst, 5 TP. Sehr schön. Als du den Götzen vorsichtig auf den Altar setzt, wirbelt ein kalter Wind durch den Raum. Die Arme der Statue verlieren ihre Farbe und beginnen zu bröckeln. Die Farbe deines goldenen Götzen beginnt zu verblassen. Blut strömt aus den Augen. Die Blutung hört nicht auf. Machen wir mal einen Tampon. So, jetzt müssen wir uns aber leider heilen. Das hilft nicht. Mit 31 HP möchte ich hier nicht weitergehen. Den Elite sparen wir uns. Wir nehmen das nächste Fragezeichen und danach den Händler. Auf einer unbeleuchteten Straße. Achso, das sind die. Nein, ich möchte keine Bisskarten. Oder? Warte mal. Da wollte ich gar nicht hin.
Wir haben keinen verbesserten Schlag. Die machen alle 6 Schaden, verlieren aber 30% der Max-TP. Okay, 72. Was sind... Ich muss gerade mein Handy nehmen. Was sind 30% von 72? Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt schon längst. So, 72 mal 0,3. Das heißt, wir würden 21 oder 22 verlieren. Das ist es mir leider nicht wert. Es tut mir leid. Nein. Nun gut, die gesamte Gruppe aus Vermummten geschalten verwandelt sich in einen dicken schwarzen Nebel, der sich von dir entfernt. Du bist wieder allein. Sehr schön. Allein, allein. So, willkommen. Haben wir irgendwas? Haben wir einen Fluch? Ja, wir haben eine Verletzung, ne? Okay, wir schauen mal, was er uns sonst so anbietet. Die nächsten 2 Truhen, die du öffnest, hatten 2 Relikte. Okay, wir hatten hier eine Truhe und dann vielleicht auf dem dritten noch eine Truhe. Wenn du einen Fluch erhältst, erhöht dein Max-HP um 6. Spielchip. Wir entfernen auf jeden Fall erstmal die Verletzung. So. Hi, kauf etwas. Kauf, kauf, kauf. Ja, ja, ich kauf, kauf, kauf. Ich bin nur gerade überlegen, was ich kaufe. Du ziehst 2 Karten und legst dann eine Karte aus deiner Hand auf deinen Aufnahmestapel. Wenn es 2 schwach an, das wäre halt nicht verkehrt. Tränke machen eh keinen Sinn. 4 Block im nächsten Zug nochmal 4 Block. Wir brauchen eigentlich Angriffskarten. Ne? Wir nehmen mal die endlose Qual und den Schnitt mit. Schnitt mit. So. Was haben wir hier schön? Eiscreme. Energie wird zwischen Zügen bewahrt. Das ist schön. Die hätte ich mir vor ein paar Kämpfen sehr gewünscht. Als wir immer so viel Energie übrig hatten. Du findest dich in einer alten, dekorierten Kammer wieder. Im Zentrum des Raums befindet sich ein großer Schädel auf einem verzierten Podest. Als du dich näherst, geht eine Flamme auf und wendet sich dir zu. Fortsetzen, verliere. Was ist es, das du suchst? Was ist es, das du abfasst? Mit seinen letzten Worten schlägt er die Tür hinter dir zu. So, wir können jetzt halt hier eins nehmen oder halt direkt gehen. Da verlieren wir nur 7 TP. Ich will überlegen, ob wir... Warte mal, ob wir eine... Nein, ich glaube, ich möchte nicht 7 TP verlieren, obwohl da können wir noch mal heilen. Ich nehme mal eine farblose Karte. Sehr schön, und dann gehe ich raus. So, da müssen wir nur eine Mango, Max-EP um 14. Sehr schön. Müssen wir nur einen Gegner überleben, dann haben wir noch ein Lagerfeuer, dann noch ein Gegner, dann wieder ein Lagerfeuer. Und gerade die. Oh, ich hasse sie. Aber wir haben die Mango mit 14 Max-TP, das ist ganz schön. So, wir nehmen auf jeden Fall das. Die machen jetzt 20 Schaden. Ich muss erst sie kaputt machen. Die heilt uns die ganze Zeit. Okay, sie machen jetzt 18 Schaden. Entschuldigung, wir können leider nur 10 blocken. Aber dann tun wir das auch. So, ich muss kurz eine Nase putzen. Ich glaube, ich werde echt krank. Da haben wir das schöne Glasmesser. Das ist ganz, ganz hübsch. Das macht ebenso. Dann machen wir 6 Schaden. 6 Schaden macht sie. Nochmal 16. Nur noch eine Klinge. So. Hätten wir uns sparen können, da die Eiscreme. Ich habe noch nicht dran gedacht, dass wir die Eiscreme haben. Okay. Rainbird, denken. Deine Zuschauer rasten sonst komplett aus. Wenn du nicht denkst. So. Die will jetzt. Mal gucken. Wir können jetzt 4, 8. 13. Also wir kriegen nicht mal den Block weg. Das ist sehr schade. Das können wir auf jeden Fall schon mal spielen. Und sie heilt jetzt gleich beide um 16. Wie wäre es, wenn wir einfach mal die Energie behalten? Obwohl, die kosten eh alles nix. Ne? Kostet eh alles nix hier. Gehen wir mal auf ihn. Da macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. So, was haben wir da noch? Immer wenn du einen Debuff auf einen Gegner anwendest, verursachst du auch 3 Schaden. Das ist ganz schön. So. Wir nehmen die Energie jetzt mit. Wir haben 4 Energie. Das heißt, nächste Runde haben wir 8. Oh, doch. Nee, er hat das Block gegeben. Genau, und sie heilt. Ja. War total unnütz, die Runde. So. Das heißt, den können wir schwächen. Sie will schon wieder heilen, die blöde Kuh. Und ich kriege den Block nicht weg. Das regt mich auf. So. Wir behalten nochmal 4 Energie.
Ist halt echt so Tank-Healer-Kombo, weißt du? Und da bist du da als Einzelner ganz schön abgedingst manchmal. So, da wir eh alles spielen können. Wir gehen weiter auf sie. Das ist leider nur 8 Block. Das heißt, wir kriegen 9 Schaden. Wir müssen jetzt einfach. Wir müssen. Ah, wir haben das negiert. Das ist sehr schön. Das ist schon mal sehr gut. Sehr schön, das ist schon mal sehr gut. 11 Schaden. 8 Schaden. Damit ist sie down. Na, endlich. Blocken brauchen wir jetzt nicht. Dann sparen wir uns die Energie auch für die nächste Runde. So, er hat sich jetzt geschildert und macht jetzt 12 Schaden. Die blocken wir aber komplett. So. Wir kriegen die Energie gerade nicht weg, was irgendwie ganz cool ist gerade. Oh, was? Hä? Okay, das habe ich nicht verstanden. Habe ich mich verrechnet mal wieder? Das kann natürlich sein. 4 mal 3 sind 12. Jetzt haben wir es aber komplett geblockt, oder? 4 mal 3 sind 12. Wir blocken 14. Wir sollten jetzt eigentlich keinen Schaden kriegen. Warum habe ich eben Schaden bekommen? Schreibt mir in den Kommentaren. Wir haben 12 Energie. Geil. So, so, zack. 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 Das brauchen wir nicht. Okay, die Eiscreme ist ganz cool irgendwie. Wir haben so viel Energie. Das ist. Wir bräuchten jetzt teurere Karten. Gnarf, jetzt überlebt er mit 2 Leben, das darf nicht wahr sein. So. Okay, aber er ist tot. Das ist sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ablenkung. Du fügst deiner Hand eine zufällige Fertigkeit. Diese kostet 0. Zufällige Fertigkeit. Und die ist erschöpft. Nur nochmal den Dolchnebel. So, wir heilen uns jetzt. Dann sind wir auf 67. Das ist ganz schön. Dann nehmen wir einen Gegner. Dann müssen wir gucken, dass wir uns da vielleicht am besten nochmal heilen. Dann falls. Ich möchte nicht zu, ne? Ich möchte nicht zu dingsig sein. So, was haben wir denn da? Oh. Ein Perpetuum Mobili. Du erschöpfst bis zu 3 Karten deiner Wahl aus deinem. Das will ich doch gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Wir können die nehmen für Block im nächsten Zug oder auch nicht. Ich überleg gerade. Den und den. Okay. Reinheit war jetzt eine Kackkarte. Aber da müssen wir durch. Rechts, rechts. Er wird jetzt stärker. Das ist okay. Ist aber trotzdem noch geschwächt. Okay, er macht 9 Schaden. Und damit betäuben wir ihn. Also wir kriegen auch keinen Schaden mehr gerade rein. Und wir töten ihn sogar. Sehr, sehr schön. Die eine Energie sparen wir uns auch für nächste Folge, wollte ich gerade sagen. Für nächste Runde. So, dann haben wir nämlich da eine Energie mehr. Macht jetzt 13. Wir nehmen auf jeden Fall das schon mal mit. 13. So, 2 benommen müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen, damit wir den Schaden blocken. So. Aber ich spiele jetzt nicht unnötige Fertigkeiten und handle mir mehr benommen ein. Das muss ja nicht sein. So, zum Beispiel das werde ich jetzt auch nicht spielen. Ich lerne ja doch manchmal kommt es vor, dass sogar der Rainbee noch ein bisschen was dazu lernt. So, okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Weil wir jetzt 18 Schaden kriegen. Da hatten wir so viel Block in den letzten Runden, weißt du? Und dann, wenn wir es brauchen, kriegen wir keins. Komm, kostet ja nichts. Das können wir uns auch sparen. Super, ich habe irgendwas negiert von. Oh Gott, 40.
40 Schaden, wenn sie mich verarschen. Alter. Das ist das Problem, was ich auch manchmal mit meinen Decks habe. Die sind eigentlich ganz gut, aber dann mache ich zu wenig Schaden. Dann werden die einfach zu stark. Aber wir sollten sie eigentlich noch kriegen. Hoffe ich. Sie will jetzt eh nicht angreifen. Das ist ganz schön. So. Puh. Okay, aber wir müssen uns dringend heilen. Dringend. Wir nehmen noch einen Kniestoß mit. Wir brauchen mehr Schaden. Wir brauchen einfach mehr Schaden. Und wir müssen uns ausruhen. Wir haben jetzt 50 TP. Und gehen in den Endkampf. Wir können keine Tränke benutzen. Wir hätten sonst drei schöne Tränke. Und es ist der Champ. Okay. So, der macht 11 Schaden. Blocken wir mal die 11 Schaden. Das könnte interessant werden. Für 10. Das heißt, wir spielen die, werfen eine Verteidigung ab, haben dann schon 12. Oh, weil wir dann schon 12 haben, stimmt. Wir sparen uns Energie auf. Er haut mir ins Gesicht. Okay, dann sind wir verbrechlich und geschwächt. Okay, mehr Geschicklichkeit. Wir haben keinen Block. Wir haben keinen Block. Wir konnten uns immerhin um 4 heilen jetzt. Man müsste jetzt leider die 22 Schaden in Kauf nehmen. Das mache ich jetzt nur für die Klinge. Ne? Das spare ich mir auch wieder. Auch weil wir dann die Energie behalten. Greif schon an, ja, ja. Geschwächt und verletzlich. Jetzt geht er, glaube ich, in die Defensivhaltung. Das, was haben wir da? Eine zufällige Karte auf deiner Hand kostet den Rest des Kampfes 0. Das ist ja schön. Kostenlosen Dolchnebel. Kommt die Defensivhaltung? Nee, kommt nur Stärke, okay. 25 Schaden. Okay, wir können ihn aber auf jeden Fall schwächen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, wir blocken das komplett. Wir sparen uns da die Energie. Energie! Ich glaube, jetzt kommt die Defensivhaltung. Das ist gut, jetzt können wir mal ein bisschen angreifen hier. Das brauchen wir gerade nicht. Genau, jetzt kommt die Defensive Haltung. Das heißt, ich kriege Block und Metallisieren. Der kriegt 5 Block am Ende jedes Zuges. Will schon wieder nicht angreifen. Wir kommen gar nicht durch den Block durch. Also das spielen wir, damit wir im nächsten Zug schon mal 6 Block haben. Dann haben wir sozusagen schon mal vorgearbeitet. Für die nächste Runde. Gib alles. Haha. Haha. Okay, wir haben zumindest das Geschwächt geblockt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir machen noch normalen Schaden. So, 13. Okay. Leider nur 13. Hilft nichts. Das heißt, wir kriegen noch 6 Schaden. Wir sparen die Energie. Wir haben zwar schon 13, aber wir sparen sie einfach weiter. Wir haben so viel Energie, also klatscht noch nie. 25 und wir haben eine Defensivkarte. Eine. Okay, wir werden es überleben, aber... Ich fürchte, danach ist es bald vorbei. Weil wir jetzt mit 3 oder 5, mit 5 Leben überleben wir. Wahnsinn.
Komm schon, schlag zu, nur so das Schwächling. Sind wir noch geschwächt? Okay, er will immerhin nicht angreifen. Wir kriegen wieder 30.000 Blockkarten. Das ist Wahnsinn. Eine Niederlage at unmöglich. So, jetzt verliert er alle Debuffs. Spüre meinen Zorn. Ja, das war's. Da kann ich, glaube ich, nichts gegen tun. 16 mal 3. Schade. Das war's. Ah. Da-da-dum. Der Spire verschlingt den nächsten und es ist, bin mal wieder ich, der verschlungen wird. Schade drum. Naja, ich bin einfach dumm. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bist du nächstes Mal bei Slay the Spire oder ich springe einfach aus dem Fenster. Ich wohne aber im Erdgeschoss. Also bis dahin, mach's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüsschen!